Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in unserer Saarbrücken-Mission, in der wir hier gut beschäftigt sind. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Runden hinter uns. Ich befürchte halt, dass da noch irgendwie was passiert. Also, weil ich tippe drauf noch 5 Runden und das habe ich aber in der letzten Mission, in dem letzten Video auch schon gesagt. Aber man merkt es langsam, es dreht sich. Ne? Der Knackpunkt sind hier noch die ganzen Pioniereinheiten, aber wenn die weg sind und auf offenem Feld, sind die kein Problem für uns. Die Bunker hier sind halt jetzt spannend. Die Frage ist, ob wir jetzt hier nicht 1 oder 2 Runden zu spät kommen, um den Entlastungsangriff zu machen. Denn dann müssen wir uns hier, wenn die Bunker rausgehen, müssen wir uns hier auf die andere Seite zurückziehen. Dann müssen wir das hier auf den Brückenfeldern verteidigen. Aber mal schauen. Machen wir den Rundenwechsel und mal gucken, was jetzt passiert. Na, er greift dort weiterhin unsere Party an. Aber die Flugzeuge werden wir ihm so nach und nach auf jeden Fall rausnehmen. Ah, er füllt die Einheiten wieder auf. Ja, okay. Er greift witzigerweise die Bunker nicht an. Gekonnte Unterstützung. 10% Genauigkeit und. Oh, nice. Ja, der Bunker wird jetzt weggehen, oder? Nein, schafft er immer noch nicht. Nice. Okay. Wow. Was macht er denn dort? Jetzt macht er den gleichen Spaß wie gerade eben wieder. Okay, er nimmt den Bunker raus. Das ist jetzt tricky. Er führt die Brückenpioniere ins Hinterland, aber warum? Das macht nicht so wirklich Sinn. Das Problem ist aber jetzt eigentlich, was wir hier haben. Oh geil, die ergeben sich. Ja, top. Dann, ach nö. Wirklich jetzt? Sie ziehen sich auf den Hügel zurück? Was ist das denn? Ach scheiße. Okay, damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Aber er ist dort eingekesselt. Er kann sich zumindest nicht wieder auffrischen auf der Position. Das ist ja auch schon mal okay. Jetzt ist nur die Frage, bleiben wir hier an der Brücke stehen oder besetzen wir hier den Flugplatz? Ich würde einfach sagen, wir bleiben da auf der Brücke stehen oder an der Brücke, denn es besteht keine direkte Gefahr, dass der Flugplatz eingenommen wird. So, hier die Brückenpioniere. Die sind jetzt tatsächlich ein Problem für uns. Die Frage ist, ob wir das mit denen hier machen. Die könnten jetzt dorthin gehen. Ziehen sich dort wieder zurück. Können wir da mit einer U draufrotzen? Ja. So, damit ist er. Jetzt Ruhe. Meine Herren. Das ist dieser. Also, der RNG ist manchmal ein kleines Arschloch in dem Spiel. So, hier. Wisst ihr was? Ich mach doch, was ihr wollt. Ich vergeude da jetzt nicht meine Einheiten dran. So.
Jetzt sind sie hier nämlich eingekesselt. Das ist sehr gut. So, die füllen wir auf. Jetzt müssen wir das nur zu unserem Vorteil nutzen. Okay, die ergeben sich. Die ergeben sich auch. So, meine Freunde, ich mache euch sowas von kalt. Die Pack ist wichtig, dass sie uns da nicht auf den Sack geht. Hier die Pack. Zieht sich leider nicht zurück. Ein Flieger bitte auf die Brückenpioniere. Ach, guck mal, ich habe ja den Bunker vergessen. So, jetzt können wir hier eigentlich... Also jetzt ist es ein bisschen wie Tontauben schießen. Wie gesagt... Wenn er nicht noch irgendwas herzaubert. Davor habe ich tatsächlich noch ein bisschen Schiss hier. So, die können auch noch mal... Leider keine Unterdrückung. Gut, es wird spannend, was hier mit der 17er Einheit passiert, weil die ist tatsächlich gefährlich für uns. Und er hier unten. Kriegt jetzt höchstwahrscheinlich wieder von dem Bunker, der hier steht, auf die Schnauze. Wir müssen ja bloß diese 37er da rausnehmen, dann ist es eigentlich easy going. So, und hier drüben haben wir auch schon alles gemacht. Und damit würde ich sagen, gehen wir in den Rundenwechsel. Ja, wir hätten jetzt auch seine Bomber mit den Jägern angreifen können, ist mir durchaus bewusst, aber ich wollte das erstmal so machen. Gut. Ja, ich glaube, es ist ein Rundenwechsel angesagt, oder? Halt. Nein, 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 nein. Mist, ich habe vergessen, die Flak hätte noch schießen können. Ah, die Pioniere greifen den Panzer an. Die lassen sich tatsächlich ablenken. Da kommt die Pack. Ja, ja, der Bunker. Der Bunker, der Bunker, der Bunker. Oh, was haben wir hier noch stehen? Infanterie. Oh, jetzt nimm doch mal diese bescheuerte 37er raus. Das gibt's doch gar nicht, ey. Am Ende schaffen wir das Bonusziel nicht, weil die immer wieder den Flugplatz da zurückerobert. So, tschüss. 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 So, jetzt geht's hier weiter.
Er hat jetzt hier wieder ein Flugzeug stehen. Zack. 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 Gut, der letzte Jäger muss auch noch herhalten. Wartet mal. Setz ihn mal bitte dahin. Gut. Er hat hier immer noch eine Brückenpioniereinheit, die nervig werden könnte. Aber jetzt machen wir erstmal hier klar Schiff. Und zwar... Hier. Ach nee, warte mal. Die beiden von den drüben müssen hier machen. Die andere U deckt mal hier bitte ab. Wir konzentrieren uns aber auf jeden Fall erstmal mit den Artis auch auf den Bereich, damit wir erstmal eine Seite freiräumen. Die ziehen sich zurück. Na gut, okay. So. Ach, die Pack ist so weit unterdrückt, dass sie gar kein Unterstützungsfeuer mehr bietet. Da müssen wir jetzt mal hier was vorbereiten, das noch draufrotzen. Wobei. Ergeben. Was ist, wenn wir die Pack direkt angreifen? Okay, dann machen wir gar keinen Damage, weil die eingegraben ist. Wir kriegen die nicht raus. Also den Schaden will ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht zumuten. Das ist hier auch so eine echt never-ending Story. So, hier drüben... Das ist immer lustig, wie der Scout sich immer dann wieder dahin bewegt. Okay, hier haben wir auch alles gemacht. Ich würde jetzt tatsächlich dadurch... Naja, ich weiß halt nicht, was er hier macht, aber wir können mal ein bisschen mutiger vorgehen. Wir gehen mal mit denen hier hin und greifen die Brückenpioniere an, damit wir hier endlich mal ein bisschen Ruhe haben. So, und hier... Ey, ganz ehrlich... Die eine Grenadiereinheit... Die ziehen wir jetzt einfach ab. Also zur Not setzen wir die Use ein und dann ist halt einfach Feierabend. Aber ich will jetzt hier ein bisschen flexibler einfach sein. So, hier unten haben wir alles gemacht. Ist die Frage, wie der Bunker agiert. Damit wir endlich die 37er rauskriegen. Am Ende können wir uns einfach hier irgendwo hinstellen mit dem Panzer und gut ist. Und dann immer wieder, wenn sie ankommt, greifen wir sie halt an und vertreiben sie dann wieder. So, wie gesagt, hier jetzt anzugreifen mit der eingegrabenen Pack, das ist im Moment nicht so wirklich anzuraten. Deswegen, warte mal, den Panzer können wir mal noch hier rüberziehen. Die Arti geht mal bitte dahin. Die sind jetzt auch immer noch eingekesselt hier. Das heißt, also die Pack wird immer schwächer werden, auch wenn sie eingegraben ist. Irgendwann wird die komplett unterdrückt sein. Gut, dann machen wir unseren Rundenwechsel. Bevor er... Ja, gucken wir nochmal. Alles klar, passt.
Hat sich kurz in die Einkesselung begeben und hat dann gemerkt, dass es eine scheiß Idee ist und zieht sich wieder zurück. Arti, Arti, Arti. Er nimmt die nächste Infanterieeinheit. Ja, das, er wird sich hier aufreiben ohne Ende. Er wird keine Chance haben, da irgendwie durchzukommen. Gut. Ich ziehe mich hier zurück. Beziehungsweise... Ja, wir kriegen sie nicht raus. Ja, ihr seht schon, ich kann sie jetzt wieder angreifen. Ich mache nur ein Damage, das heißt, ich habe da keinen Bock drauf. Ziehe dich einfach aus der Reichweite des, des Bunkers da zurück und gut ist so. Die Flak ziehen wir mal mit nach. Okay. So. Die Arti kann die tatsächlich mit einem Schuss rausnehmen. Oh, was? Die können... Er hat Lunte gerochen hier. Diese Brückenpioniereinheit, ich habe das Gefühl, dass die uns noch Ärger machen wird. So, die nächsten, die hier keinen Bock mehr zum Spielen haben. Ja. Wir bleiben hier einfach stumpf stehen. Wir werden hier nicht angreifen. So, was ist, wenn ich jetzt hier an... Ah ja, guck mal einer an. Ah, ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, dass der Bunker hier immer noch angeblich eingekesselt ist, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. So, wir setzen die mal da hoch. Haben wir denn Flugzeuge, die wir jetzt angreifen können? Ja, nur noch hier drüben. Okay, passt mal auf. Dann verlege ich jetzt mal eine U schon mal... Was? Warum kann ich die da nicht hin verlegen? Okay, dann verlegen wir sie halt dorthin. Und die andere U wird jetzt hier mal noch einen Angriff auf... darauf ausführen. Ach cool, nimmt sie sogar raus. Dann können wir jetzt mit... Ach, jetzt ist endlich die Einkesselung aufgehoben. Wow. Aber die ist immer noch so stark, dass die Panzer hier Damage bekommen würden. Gut, dann Feuer 3. Treiben ihm jetzt einfach auf breiter Front einfach nur vor uns her. Die Pack lassen wir einfach mal noch. Ah, warte mal. Jetzt haben wir sie endlich so weit, dass sie sich natürlich aus der Einkesselung rausbewegt. Damn it. Shit, shit, shit. Aber wir haben ja noch Flugzeuge. Guck mal hier. Guck mal erstmal auf ihn. Hm. Ah, komm her. Ist mir zu blöd. Dann lieber erstmal die Pack hier rausnehmen. Dass die jetzt gar keine großen Dummheiten mehr anstellen kann. So, wir schieben ihn quasi so ein Stück weit Richtung Westen. Okay. Ja, gut. Dann machen wir nochmal einen Rundenwechsel. Ich glaube, viel passiert ja jetzt eh nicht mehr.
Kämpfen können wir auch nicht. Wir könnten hier die schwere Infanterie hinstellen. Und er hat nur noch zwei oder drei Flugzeuge, so wie das aussieht. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Ganz ehrlich, du scheiß Scout. Really? Ich weiß nicht, wie lange der dort lebt. Du kleine Sackratte hier. Jetzt ist es aber langsam mal gut. Okay. Machen wir das anders. Erster Pack angreifen. Jetzt ist aber gut. Pff, er geht partout nicht raus. Sag mal, willst du mich denn verarschen? Das ist ein Radpanzer. Das ist ja wie in World of Tanks. So ein alberner Bullshit, ey. Vorhersage ist, wir nehmen ihn raus und was passiert? Nichts. Halt, Scout ran, zack. Die sind tatsächlich sehr nervig hier. Na, endlich. Kein Overrun, er hat sich ergeben, ist egal. Raus, dann greife ich ihn an. So, dann nimm ihn bitte raus, damit hier erstmal Ruhe ist. Und wir zack. Treiben ihn da so ein bisschen vor uns her. Aber auch das hätten wir wieder schlauer machen können. Geh du mal dahin, geh du mal dahin. Auch wenn das jetzt vom Endergebnis nicht ganz so optimal ist, aber... Ich mache jetzt keine Anstalten mehr. Wir bekämpfen ihn jetzt wirklich knallhart hier. So, die können vorrücken. Und hier drüben... Die gehen raus. Brückenpioniere haben sich auch erledigt. Dementsprechend können wir hier mal verlegen. Ich glaube, er sollte keine Brückenpioniere mehr haben. Warte mal, halt, du hättest ja die angreifen können. So. Nehmen wir ihm jetzt hier Schritt für Schritt die Einheiten weg. Sehr gut. Das soll es aber für heute schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video... Oh, warte mal, halt, stimmt. Nee, stopp, 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 stopp. Wir haben noch ein paar Flugzeuge, die wir einsetzen können. Hatte ich nicht eine U verlegt?
Ach so, die hatte ich dann wieder hier zum Kämpfen geschickt, ne? Genau. Da hier jetzt keine Flugzeuge mehr sind, verlegen wir mal unsere Jäger komplett hier rüber. Damit sie dort endlich seine Bomber rausknallen können. Und wir dann auf der Westflanke auch endlich Ruhe haben. Na, er hat sich wirklich wunderbar aufgerieben, muss man sagen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer. Namentlich sind das Irondyke, Synam, Kedö, Parsival und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.